Ja, dann schlagen wir wieder auf, Hiob Kapitel 2. Wir haben noch einen kurzen Abschnitt im Kapitel 2, den wir uns noch ansehen. Und dann haben wir die historische Einleitung zum Hiob-Buch miteinander erarbeitet. Nun, ich habe ziemlich viel Zeit daran verwendet, Grundlage gelegt, damit wir alles Weitere umso besser verstehen. Wir lesen miteinander Hiob Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Hiob Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, Bildad, der Schuchiter und Zophar, der Naamathiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Da hoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Und sie erweisen sich wahrhaft als Freunde, denn sie nehmen diese Reise auf sich. Sie hören von Hiob, von seinem Unglück, und sie kommen, um ihn zu trösten. Das heißt, sie haben sich noch keine Fragen gemacht oder schon für sich beantwortet, warum dieses Leiden wohl über ihn gekommen sein könnte. Sie kommen, um ihn zu trösten. Und das müssen wir an ihnen loben. Nun, Hiob war selber in den Tagen seiner Wohlfahrt ein Helfer der Armen gewesen. Er wird einige Male darauf zu sprechen kommen. Und diese drei Freunde, sie müssen Hiob auch gut gekannt haben. Und sie nehmen diese lange Reise auf sich, und dann sitzen sie 7 Tage lang da. Und sie anerkennen, sein Schmerz ist so groß, und es ist nicht unsere Sache, jetzt irgendetwas zu sagen. Nun, sie sehen Hiob, und es heißt da von Ferne. Wo sie näher kommen, sehen sie ihn von Ferne schon. Vers 12, sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Also da merkten sie, dass etwas Schlimmes ihm widerfahren sein muss, dass sie nicht einmal erkannten. Und wenn hier steht von fern, dann trifft das auch zu auf das, was wir nachher an ihnen merken. Sie wissen nicht, woher das alles kommt, und dann machen sie sich leider ihre Theorien darüber, warum Hiob so etwas hat zustoßen können. Sie weinen, wo sie ihn sehen, sie empfinden mit, sie weinen mit den Weinenden. Und diese drei Freunde, sie sind wirkliche Freunde. Sie wollen ihm helfen, sie wollen ihn trösten. Auch wenn sie dann mit allem, was sie ihm sagen, Hiob nicht trösten können, sondern im Gegenteil seine Not noch verschärfen. Obwohl sie mehr Mitgefühl zeigen als andere, sie sind die Einzigen, die ihn besuchen kommen in seiner Not. Hiob wird dann später darüber klagen, dass alle sich von ihm abgewandt haben, seine Frau, sein ganzer Hausstand, die Diener im Haus, alle wenden sich von ihm ab. Und wir haben schon gesehen, auch seine Frau. Aber sie kommen zu ihm. Und doch, obwohl sie von
seinen Bekannten oder Freunden noch sich als die Besten erweisen, können und die Besten nicht helfen. Denn auch das Beste und die Besten unter den Menschen sind immer noch unzureichend. Und so muss Hiob auch an ihnen lernen, dass er nur einen Tröster und einen Helfer hat. Das ist sein Gott. Das hat auch David lernen müssen in einer langen Schule der Enttäuschungen, der Zurücksetzungen, der Brüche und Einbrüche, der Umstürze. Er war der Liebling Sauls und mit einem Schlag wurde er zum Gejagten von eben diesem Saul selbst. Und so musste David lernen, was er im Psalm 60, Vers 11 ausdrückt. Psalm 60, Vers 11. Da betet er zu Gott: Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja nichtig. Oder wie Luther übersetzt: Menschen können ja nicht helfen. Das ist schöner gedeutscht, aber Menschenrettung ist nichtig, ist halt näher am Hebräischen. Und so lese man Luther, wenn man gutes Deutsch lernen will, vorzugsweise Luther 1912, die 84 ist in manchem schon recht schlaff gegenüber dem rechten Luther. Aber wenn man eine Übersetzung, die nahe am Urtext ist, bevorzugt, dann lese man Elberfelder. Ich habe die Elberfelder 2003, also die Hückes-Wagener-Ausgabe. Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja nichtig. Und das ist so. Menschen vermögen nicht, wirklich zu helfen, wirklich zu trösten. Und das müssen wir alle von uns lernen. Und das müssen wir auch lernen, anderen zu vermitteln. Man bekommt manchmal Besuch, kommen Leute jemanden aufsuchen, ich habe das mehr als einmal erlebt und sie erwarten dann Hilfe. Und dann sind sie nachher enttäuscht, weil ich ihnen keine Hilfe gebe, weil ich sie nur auf die Schriften und auf den Herrn verweisen kann. Mehr als einmal erlebt. Dann haben sie mir das nachher auch bekannt und nachher sagten sie, aber das war genau das Richtige. Sie erwarteten von mir Hilfe, ich konnte keine geben, ich konnte ihnen auch sagen, es kann nur einer helfen. Und du musst es lernen, ihn zu suchen. Du musst es lernen. Ja. Und so sagt Psalm 146, Vers 3, sagt David: Vertraut nicht auf Fürsten. Er ist ja ein Fürst. Er sagt den Leuten: Ihr müsst nicht auf mich vertrauen. Auf keinen Fall. Vertraut nicht auf Fürsten. Auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Und wir müssen in unserem Dienst zusehen. Und das muss immer unser Ziel und unser Anliegen sein und unser Bestreben sein, als solche, die in der Gemeinde dienen, die in irgendeiner Weise vorstehen, auch solche, die einen Lehrdienst haben. Wir müssen immer zusehen, dass die Geschwister vom Herrn abhängig werden und nicht vom geistlichen Leiter in der Gemeinde, vom Ältesten oder vom Lehrer. Vertraut nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Und Jesaja 2, Vers 22. Jesaja 2, Vers 22. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist. Denn wofür ist er zu achten? Jesaja 2, 22. Gut, so viel zu den Freunden Hiobs, die da kommen. Und damit kommen wir jetzt zum Kapitel 3. Und hier beginnt der zweite Teil des Buches, der bis zum Kapitel 31 geht. Reden und Gegenreden. Reden und Gegenreden. Dieser zweite Teil ist der längste und er ist jener Teil im Buch Hiob, bei dem wir immer wieder diese Erfahrung machten. Es kam uns vor, die reden und kommen nicht vom Fleck und man hat das Gefühl, sie wiederholen sich und man liest und kämpft sich durch diese Kapitel.
Nun, dieses lange Hin und Her reden, das zu keinem Ergebnis führt, das ist eben ein Abbild von der Tatsache, dass wir vor diesen Fragen auf uns selbst gestellt, vor diesen Fragen nämlich nach dem Leiden auch der Gerechten, dass wir vor diesen Fragen ratlos sind, hilflos sind. Wir haben es nötig, dass Gott selbst uns lehrt. Die Freunde waren, sie bleiben zwar Freunde, aber sie entfremden sich immer weiter. Und sie hätten wohl ihre Freundschaft für immer verloren, hätte eben nicht Gott gehandelt. Und am Schluss sehen wir die Freunde wieder versöhnt, alle mit Gott versöhnt und miteinander. Ja, nun Hiob, er klagt über seine Not und dabei, er hat nicht gesündigt, dass diese Not über ihn fiel. Es war nicht Sünde, die diese Not veranlasste. Aber in der Not, im Leiden, hat er gesündigt mit seinen Worten. Er hat Dinge über Gott gesagt, die man nicht sagen darf und er hat in all seinem Klagen hat er ungebührlich über Gott geredet. Und Gott hat das an ihm auch gerügt. Dort, wo Gott dann zu ihm spricht, sagt er ihm gleich als erstes, Hiob 38, Vers 2, Hiob 38, Vers 2, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Also mit seinen Worten hat er gesündigt. Er hat den Rat verdunkelt, also er hat nicht die Wahrheit über Gott ins Licht gestellt, sondern verdunkelt. Obwohl er sehr viel Wahres und Gutes und Richtiges gesagt hat. Und man kann sagen, sein Hauptfehler war der, dass er seine eigene Gerechtigkeit um jeden Preis verteidigen wollte und verteidigt hat und das immer verbissener. Seine eigene Gerechtigkeit. Und da hat er es zunächst einmal darauf ankommen lassen, dass seine Freunde von ihren Voraussetzungen her, wenn Hiob gerecht ist, dann müssen seine Freunde denken, Gott sei ungerecht. Denn sie verstanden es so, und das ist teils wahr, aber es ist wahr, aber nicht die ganze Wahrheit. Ihre These, die Thesen der drei Freunde ist, Gott ist gerecht, und weil er gerecht ist, straft er nur Sünde und die Sünder, aber er straft nicht den Gerechten. Und wenn Hiob jetzt, so wie Sie es sehen, gestraft ist, geschlagen von Gott, und Hiob gerecht ist, ja, dann müsste Gott ja ungerecht sein. Und er lässt es darauf ankommen. Und er sagt das dann auch einige Male. Gott hat mir mein Recht entzogen. Gott hat mir mein Recht entzogen. Das sagt er so. Und das muss man an ihm tadeln. Er hat nicht direkt gesagt, du bist ungerecht. Aber er hat mir mein Recht vorenthalten. Und das ist natürlich doch so viel gesagt wie, Gott handelt nicht recht mit mir. Es ist nicht recht, wie Gott mit mir handelt. Weil es ihm so wichtig ist, seine eigene Gerechtigkeit zu verteidigen. Und das hat Gott an ihm dann auch getadelt. Schlagen wir jetzt auch auf, das steht in Hiob 40, Vers 2. Hiob 40, Vers 2. Ja, Verse 1 und 2, dass wir sehen, es ist der Herr, der hier redet. Und der Herr, also Yahweh, antwortete Hiob und sprach, will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten, der da Gott zurechtweist? Antworte darauf, Gott zurechtweist. Und dann der Vers 8, willst du mein Recht zunichte machen, mich verurteilen, damit du gerecht seist? Auch wenn wir vielleicht nie so weit gegangen sind, dass sie das direkt wie Hiob ausgedrückt haben. Aber wenn wir
unsere Gerechtigkeit um jeden Preis verteidigen wollen, dann läuft das darauf hinaus, dass Gott nicht recht mit uns verfährt. Und so sündigt er im Leiden mit seinen Worten. Aber auch seine Freunde sündigen, nämlich darin, dass sie über Hiob Dinge wissen wollen, die sie gar nicht wissen können. Sie sind einfach überzeugt, Hiob, du musst gesündigt haben, sonst wäre diese Not, dieses Leid nicht über dich gekommen. Und die ganze Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass Hiob nicht wegen einer Sünde leidet. Und darum muss er sich immer verteidigen. Und in seiner Verteidigung wird er immer verbissener und zeitweise auch ausfällig gegenüber seinen Freunden. Und verteidigt seine Gerechtigkeit immer verbissener. Ich habe nicht gesündigt. Nein, es liegt keine Schuld vor. Und da hat er ja auch recht. Aber den Freunden muss er dann als jemand erscheinen, der nicht nur verborgene Sünde hat, sondern auch nicht bereit ist, das zu bekennen. Also als jemand, der verstockt ist. Und darum werden auch sie in ihren Worten immer gröber. Und so sind Hiob und seine Freunde ein Beispiel dafür, wie solche, die um Gott und Gottes Wahrheit eifern, sich auf ihre Positionen immer mehr in ihren Positionen immer mehr festbeißen können und einander immer fremder werden und am Schluss einander nichts mehr zu sagen haben. Und jeder meint, er habe recht. Tja. Und es ist erst das Reden Gottes, das alles, alle und damit alles zurechtrückt. Hiob wird durch das Reden Gottes, zurechtgebracht und die Freunde Hiobs werden durch das Reden Gottes ebenfalls zurechtgebracht, durch das Reden Gottes.